darf nun den Männergesangsverein bitten mit dem ersten Lied. Der Männergesangsverein Mottern ist der älteste Verein in Mottern. Begründet sich jetzt nicht, dass es lauter erwachsene Herren sind, sondern das Gründungsjahr liegt schon weit zurück. Bitte darum. Wenn der Kuckuck wieder schreit und die Wiesen grünen, Vögel singen weit und breit und die Bäume blühen, ist es für uns höchste Zeit, wir verlassen Hof und Haus, mit Gesang und Fröhlichkeit wandern wir hinaus. Wir ziehen ins Wachauerland, im schönen Donautal. Sie ist unser liebes Heimatland, voll Frohsinn überall. Wir ziehen ins Wachauerland, im schönen Donautal. Sie ist unser liebes Heimatland, so, nach den Älteren kommen jetzt die ganz Jungen dran und ich darf die Volksschule Mottern bitten um ihr Lied und sie bringen ein Lied aus der Heimat. Wir sind die Kinder aus der Wachau. Wir sind die Zum Abschluss darf ich die Trachtenkapelle Mottern bitten um den Wachauer Hauermarsch. Tradition ist vor allem auch eine schöne Tradition. Eine Tradition des Miteinanders, eine Tradition, die vor allem auch für unsere Werte steht. Und ich glaube, gerade im Zeitalter der Globalisierung und der Digitalisierung ist es einfach wichtig, dass die Menschen auch Orientierung finden durch unsere Tradition. Und da sage ich auch ein herzliches Dankeschön, dass es unsere Betriebsfeuerwehr Jahr für Jahr immer wieder übernimmt, dieses Maibaumaufstellen zu organisieren und wo es auch immer wieder gelingt, dass jedes Jahr eine andere Gemeinde die Patronanz übernimmt. Diesmal die Stadtgemeinde Mottern, eben Heinrich Brustbauer. Dir, sehr geehrter Bürgermeister, ein herzliches
Dankeschön. Und ich glaube, man hat einfach gemerkt, dass er unglaublich stolz ist auf seine Stadtgemeinde. Er hat sie beschrieben als eine Gemeinde mit hoher Lebensqualität. Eine Gemeinde, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne zu Hause ist und wo sich vor allem auch viele Familien neu ansiedeln. Und bei all dem, was er da so erzählt hat, haben wir gedacht, das ist wirklich eine Gemeinde, die alles hat. Die brauchen nichts mehr. Aber weit gefehlt, getäuscht, diese Maibaumfeier dürfte offensichtlich sehr teuer werden. Und ich sage aber auch eines, ich habe noch nie einen Bürgermeister erlebt, der so charmant einen Antrag gestellt hat. Und ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, die Stadtgemeinde Mautern versteht es immer wieder oder schafft es immer wieder, dass sie zum Schwitzen kommen. Denn ich kann mich noch erinnern, bei deinem Vorgänger, beim Herrn Bürgermeister außer Dienst, kam ich damals vor vielen, vielen Jahren in die Stadtgemeinde zur Eröffnung der Römerhalle. Und ich komme hinein in die Römerhalle und dann hat man mir geflüstert, das ist zwar gut, dass wir heute die Römerhalle eröffnen, aber die Finanzierung ist noch nicht klar. Aber das heißt, es war ein bisschen ein Schwitzen, in das ich gekommen bin und auch so bei diesem Antrag. Aber wenn er schon so charmant ist, dann werden wir das auf alle Fälle prüfen und der Stefan ist ja zuständig, mein Stellvertreter für die Feuerwehren, der hat noch immer eine gemeinsame Lösung gefunden und ich glaube, das zeichnet uns ja auch die Partnerschaft zwischen dem Land und den Gemeinden, dass wir uns Ziele setzen, dass wir vor allem auch schauen, dass wir wichtige gemeinsame Projekte auch gut planen und auch gut umsetzen können. Aber vielleicht, lieber Herr Bürgermeister, lieber Heinrich, wenn es am 31. Mai holst, den Maibaum wieder, vielleicht wird es dann billiger. Ja, darf man sich bei dir, bei der Stadtgemeinde bedanken, vor allem auch bei der Trachtenkapelle, bei den Goldhauben und bei euch. Ihr habt wirklich super gesungen. Und ich muss euch sagen, ihr seid wirklich ganz, ganz toll. Ich habe nämlich gemerkt, ihr habt ohne Fehler gesungen und der Männerchor hat immer einen Fehler dabei gehabt. Habt ihr das gehört? Nein, habt ihr nicht gehört? Ja, sagt es einmal. Jetzt haben wir gedacht, ihr seid Profis. Nein, aber die haben super gesungen. So, und dann bei einem möchte ich mich noch bedanken, die natürlich immer den Transport organisieren, bei unserem Kommandanten Karl Enzinger ein ganz großes und herzliches Dankeschön, der immer mit der Mannschaft des Professionellsten organisiert, den Baum schaut, dass er da ist, dann auch hertransportiert, dann wieder abtransportiert. Wirklich vielen herzlichen Dank und ihr habt euch einen sensationellen Applaus. Bei uns ist daheim so, bei mir im Weinviertel, wenn man brav ist, dann wird man meistens mit was belohnt. Und ich habe mir gedacht, mit was können wir euch eine Freude machen, wo vielleicht die Mama oder der Papa daheim sagen, bitte nicht, nascht es nicht so viel. Aber der Stefan und ich, wir haben ja jeder zwei Kinder und wir haben uns gedacht, was Süßes, das kann nicht schaden und deswegen geben wir euch das einfach da mit auf den Weg. Ihr dürft euch einfach außernehmen, was ihr wollt. Den Zahnarzt, der geht auf Kasse. Und sage ein herzliches Danke, Herr Bürgermeister, ich sage dir auch ein Danke, dass du den besten Wein mitgebracht hast, vom Riesling über den Veltliner, alles ist mit dabei. Und natürlich auch die Wachauer Laberl, das heißt, es ist auf alle Fälle auch gesorgt dafür. Das heißt, ein ganz großes herzliches Danke für den Maibaum, danke für dieses wunderbare Fest. Ich wünsche Ihnen einfach ein schönes Fest, alles Gute, toll, toll, toll.